Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Boah, der Musikeinsatz war jetzt ein bisschen krass. Ja, die Ecke. Ne? Die Ecke. Ich habe da jetzt gerade, für da habe ich einen Gedanken, aber für hier noch nicht so wirklich. Warte mal. Wir haben doch, ne, damit die Dinger auch wieder loswerden. Zack. Wir haben keine Leaves hier, ne? Nö, keinerlei Leaves hier. Aber... Die sollen ja eh wieder weg hier. So. Was jammerst du eigentlich? Ja, aber, ne, aber warum haben wir kein rotten Fleisch hier? Was ist das denn? Habe ich was zu essen für dich? Ja. So sieht das doch besser aus. Wie viel hast du jetzt? Bist wieder voll. Okay. Wo hatte der denn den Schaden her? Was mache ich denn da? Achso, habe ich schon dahingestellt. Achso. So. Ja. Wo ich mir gerade denke. Jo, was ist das denn da? Alter. Ja, okay. Ja, Giant Leaf soll mir wohl nicht rankommen. Ich habe gerade gedacht, hier die Dschungel Leaves, die haben ja hier so. Man sieht es hier jetzt so schlecht. Aber da oben, da sieht man es da an den zwei Stellen. Die haben ja zwischendurch noch so hellere Punkte, als wäre da irgendwie eine Blüte dran oder sowas. Die werden vielleicht, glaube ich, besser hier. Egal, der Gedanke ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Die Kiste da noch weg. Ein Bild dahin. Jetzt ist die Werkbank natürlich nicht mehr da. Ja, natürlich. Die können wir dahin. Komm. Zack. Muss da jetzt Licht sein? Nee, nämlich nicht. Die reicht nämlich, die Fackel. Aber das muss eh trotzdem noch. Da kann man Licht drüber machen. Und dann können die zwei weg. Na, dich machen wir auch mal weg. Machen da einen hin. Und dich machen wir weg. Und dich machen wir auch weg. Und jetzt die Taste. Ja, hier muss was passieren. Ja, das meinte ich gestern. Ich glaube gestern, die kann auch weg. Ach du Scheiße! Das meinte ich gestern oder vorgestern oder wann ich das gesagt habe. Und hier eventuell einen Teppich legt und darunter Glowstone. Müssen wir mal gucken. Das wäre schon denkbar hier. Mal du wieder weg da. Stattdessen da erstmal ein Bild hin. Warte. Ja, mit 5 Sticks kommen wir nicht weit. Ein Bild. Da hätte ich gerne wieder so ein 2x2, glaube ich. Warte. Nee, du sollst kein hohes werden. Nein. Ja. Die Kiste noch weg oder als nach rechts rücken. Das geht eigentlich, ne? Obwohl die Kiste farblich und auch die Werkbank farblich nicht zu den anderen Einrichtungen passt, geht es trotzdem.
Die Werkbank. Weiß ich nicht, aber die Kiste, das geht. Warte mal. Das ist okay. Das ist okay. Cool wäre jetzt eine Dreier, aber Dreier geht ja nicht. Man könnte eventuell eine Trap Chest noch in die Mitte stellen, dann wären es drei kleine. Das wäre denkbar. Und für die Fackel, warte. Haben wir noch. Ha. Warte. Sieht was einsam aus. Ja, wäre über der Tür, glaube ich, besser. Warte. Noch eine Idee. Framing Saw. Framing Saw. Hätte ich da auch noch einen Gedanken. Die Toolstation wäre auch noch ein. Warte. Nee, nee, nee. Aber die Toolstation kann man, glaube ich, in verschiedenen Farben machen. Nee, das war die Toolforge. Und das sind alles Metalle. Das wäre aber auch noch denkbar, so eine Tool Forge dahin. Bronzeblock. Zinnblock. War schwierig. Aluminium Brass. Also eine von den beiden könnte ich mir vorstellen. Aber vom Preis mal abgesehen, weiß ich nicht. Ja, nee, ja, erstmal, dich kann ich jetzt nicht brauchen. Erstmal, anderen Gedanken weiterspinnen. Warte, wo stellen wir dich denn jetzt mal hin? Du sollst da nicht mehr hin. Da. So, zack. Wie sieht das denn aus? Hallo, geh ab! Alter! Aha! Pff. Ja, eher nicht. Leuchtest du, wenn ich dich da reinmache? Nö. Sieh da. So, würde es sogar gar nicht so schlecht aussehen. Aber nö, leuchtet ein Glowstone, wenn man den da reinmacht? Das wäre geil. Scheiße, warum bist du nur nicht da reingegangen? Hallo? Hallo, Bild? Aha. Warum ist der nicht. Das muss doch da reingehen. Aha. Ne, leuchtet aber nicht mehr. Schade. Das müsste man jetzt von der anderen Seite kaschieren können, wenn man da einen Glowstone in die Wand macht. Okay, dann wäre der Rahmen drumherum am Leuchten. Aber man kriegt es von der anderen Seite nicht kaschiert. Das ist doof. Ja, dann der Gedanke nicht. Das sieht ja ganz nice aus, ist aber leider auch nicht am Leuchten. Ja, lass mal einfach mal.
Die Saw. Aha. Wir haben also das Zeug da, um so die Sachen zu machen. Eisen, Half Slabs, ganze Blöcke und die Säge in die Mitte. Gib das Ding. Als Telefonschränkchen. Gibt's heutzutage gar nicht mehr. Kennt ihr das noch? Früher, wie die ganzen Telefone noch schnurgebunden waren. Also meine Kindheit. Ne, da gab's die tragbaren Dinger noch nicht. Da standen eigentlich in jeder Wohnung, meistens im Flur, so ein Ding. Jetzt nicht unbedingt mit so einem Rahmen, aber so ein halbhohes Schränkchen und da drauf war ein Telefon. Sieht man das, wenn man da was findet? Geht gar nicht. Ja? Ah, da geht's. Das sieht man sogar, da ist das Telefon. Das kann man lassen. Das ist ein Telefonschränkchen mit Telefon. Das Werkzeug muss man sich natürlich wegdenken. Das ist ein bisschen, naja, aber alle Blöcke natürlich nicht. Oh. Okay, wenn wir ein Telefon haben wollen, müssen wir sie alle reinlegen. Verdammt. Das ist natürlich, das ist ja mein teures Telefon, das wollte ich aber mal gesagt haben. Hoppala. Ja, so könnte ich damit leben. Durchaus. Ist die Kiste noch um eins verrückt oder weg? Dann wäre das okay. Wie sieht's vom Licht aus? Ja, und wenn du wegkommst... Ja... Ja, hier muss auf jeden Fall noch was. Machen wir so eine Licht noch über die Tür? Eisenglasfackel. Achso, Glas habe ich in der Tasche. Da. Die Säge wurde gar nicht verbraucht. Sehr gut. Die ist ja relativ teuer, die Lampe, ne? Aber andererseits, man braucht kein Glowstone. Das leuchtet, dann wird das Rezept schon wieder relativiert. Das ist eigentlich eher so eine Außenlampe, ne? Aber ich glaube, das kann man lassen. Ne, die Kiste da noch, die ist jetzt ein bisschen voll. Entweder mal eins verrücken oder weg. Ich tendiere sogar zu weg. Und da die Dschungelleaves ausprobieren. Warte. Ja, nee, müsste da noch was hin. Ja, die sieht auch irgendwie so aus. Ah, da fehlt da! Ja, okay, man kann sie aber um einen verrücken, ne? Das ist ja nicht das Problem, ne? Das ist ja... Hallo? Boah, wie lange man auf dieser Lampe einprügelt. Ja, eventuell. Ja, die ist schon ziemlich mittig. Ich hatte jetzt gesagt, eventuell noch eins nach links rücken.
Ja, dann ist sie in der Flucht mit dem Fenster. Warte. Alter! Es ist da noch! Fuck! Aber grundsätzlich könnte man das eventuell. Also die Spitzhacke ist falsch. Das ist Fakt. Jetzt ist da noch. Ja. Ist das eine Flucht mit der Lampe? Nö, natürlich nicht. Aha, mit der Axt geht's besser. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht da scheiße aus. Aber da kann man ja, weiß ich nicht. Ne, da kommt ja von hier vielleicht noch was. Nein. Scheiße. Ja, dann halt noch eine Lampe da irgendwo. Das wäre denkbar. Oder wirklich den Teppichtrick. Das kann man so lassen, ne? Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Bis morgen.